Herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. So, letztens war ich mit der Bahn unterwegs und irgendwie dachte ich mir, ich bräuchte eine Powerbank, wenn ich lange unterwegs bin. Wer weiß, ob ich da überhaupt laden kann. Also habe ich mir gesagt, ich besorge mir eine per MagSafe für mein iPhone. Das ist eine von Zhizhonga und diese hat 10.000 mA Kapazität und lädt mit 15 Watt euer Smartphone auf. Bei dem Gerät von Zhizhonga ist dabei quasi die Bedienungsanleitung, das Ladekabel USB auf USB-C und natürlich die Powerbank mit 10.000 mA, 15 Watt. Also mit 15 Watt lädt sie dann euer Gerät, was auch immer ihr da nutzt. Testhalber haben wir schon mal auch im Google Pixel versucht hier mit meinem Sohn. Das klappt, ist aber ein bisschen tricky, um da den Ladepunkt zu erwischen. Ansonsten eben halt ganz normal MagSafe. Ich wollte es ja für mein iPhone haben. Was haben wir für Anschlüsse? Das ist ganz leicht. Wir haben hier einen USB-C, den ganz normalen USB-Anschluss oder USB-A heißt das, glaube ich. An der Seite ist dann hier nochmal ein Lightning-Eingang. Der ist hier mit da drin. Um zu sehen, wie voll eure Powerbank ist, gibt es hier an der Seite so einen Knopf. Den drückt ihr einmal und dann seht ihr unten den Ladezustand eurer Powerbank. So, dann einfach hinten dran klemmen das Ding. Dann fängt sie an zu laden. Ist noch relativ voll bei mir. Ich habe hier so eine Hülle von Torres, die angeblich hier MagSafe geeignet ist. Das Problem ist aber, wenn man das hier hat, es rutscht hier. Der hat zwar Kontakt, aber man muss dann schon ein bisschen aufpassen, das geht relativ leicht ab. Das Schöne ist hier, ihr könnt noch einen kleinen Stand aufbauen, sodass ihr das dann hinstellt. Ist auch nicht schlecht, aber ob ich das so, ihr seht ja, ist ein bisschen tricky. Besser ist es natürlich, wenn wir dann die Hülle abmachen. Dann hält das Ganze wie Bombe. Dann ist es viel besser. Grundsätzlich würde ich vielleicht eher zu einer Powerbank neigen, die halt nicht diesen Stand hat. Ich glaube, da habe ich einen leichten Fehlkauf gemacht. Ich finde es nicht so ganz optimal. So, da haben wir das Ganze uns mal angeschaut. Wie gesagt, mit der Hülle ist es vielleicht ein bisschen nicht so gut. Es gibt natürlich auch Hüllen, die extra dafür gebaut sind, für MagSafe. Diese zwar auch, aber ich finde es nicht ganz so toll. Also besser hält es natürlich am iPhone selber. Und dann könnt ihr hier mit dem Stand quasi auch mal eure YouTube-Videos schauen und nebenbei aufladen. Ihr müsst natürlich dann das richtig erwischen, dass ihr hier oben bei dem Magnetring auch seid. Dann funktioniert das einwandfrei. Also ich kann mich da echt nicht beschweren. Wunderbar. Hier oder eben halt hochkant. Perfekt. Das rutscht hier nicht. Wir nehmen das nochmal schnell mit meiner Schutzhülle. Ja, jetzt habe ich sie wieder ausgemacht. So, das muss mal weiterlaufen. Dann ist das hier schon ein bisschen tricky zu sehen. Und wenn wir das hier ankleben. So, hier hält's. Nehmen wir das nochmal hochkant. Es rutscht leicht. Also hier ist es dann eher, mit Vorsicht zu genießen, wenn man eine Hülle hat. Je nachdem, also da müsst ihr dann wirklich aufpassen, was für euch dann besser ist und was nicht. Grundsätzlich keine schlechte Idee, dieses Teil. Und mir taugt es, wie gesagt, wenn ich mal nicht MagSafe machen kann, habe ich ja hier noch den Lightning, den normalen Anschluss und noch einen C auf C. Würde alles gehen. Also perfekt. Da habe ich eben halt durch Zufall mir ein relativ gutes Teil geholt. Wie gesagt, grundsätzlich könnte man das eigentlich weglassen, weil nutzen wir das meistens, wenn wir laden, ich weiß es nicht. Oder beziehungsweise man stellt es sich ja dann so hin, würde auch schon ohne dem Halter funktionieren. Also, da bin ich aber nicht so ganz schlüssig, ob ich das mit so einem Stand empfehlen würde. 50-50 würde ich mal sagen, je nach Geschmackssache. Aber so keine schlechte Idee. So, und was kann ich jetzt für eine Firma empfehlen? Keine Ahnung, ich habe mir einfach mal eine rausgesucht, die ich dann haben wollte, die mir gefiel.
Und dementsprechend, ja, ist es halt Jizomba geworden. Keine Ahnung, wie die anderen alle heißen. Ihr habt natürlich noch Anker und Co. dabei, wobei qualitativ würde ich vielleicht Anker auch ein bisschen höher ansetzen. Dementsprechend sind natürlich auch die Akkus teurer, das ist logisch. Ich hoffe, dass mir der hier noch gute Dienste leistet und nicht so schnell die Hufe hochreißt. Ja, schauen wir mal. In diesem Sinne sage ich Dankeschön, dass ihr hier gewesen seid. Bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich bald wieder auf diesem Kanal. Ciao, ciao, bye bye, sagt euer Ulrich. Macht's gut, Leute.